Wir sind beim ersten von insgesamt 5 Österreichern in diesem Finaldurchgang. Wir sind beim 18. Wir sind bei Manuel Fettner. 123 Meter benötigt er, um David Kubacki, der ganz stark gesprungen ist, jetzt von der Spitze zu verdrängen. Na. Geht sich bei weitem nicht aus. Das hat jetzt ganz komisch ausgeschaut am Tisch. Das, was er zuerst zu viel gemacht hat. Schau, da kein Ski gehabt. Und dann muss er warten. Und das ist der Todfan. Weil dann ist er einmal hinterm Ski und dann kommt er nicht mehr nach. Aber schaut jetzt. Schaut für Fetti. Er fällt deutlich zurück. Clemens Aigner hat es geschafft, hat es souverän geschafft, ins Finale zu kommen. Nach einem guten Sprung im ersten Durchgang liegt er da mittendrin im Feld der besten 30 und versucht jetzt Kilian Payer von der Spitze zu verdrängen. Kann er das schaffen? Kann er die 125 Meter springen? Nein, kann er nicht. War jetzt ein bisschen hektisch am Tisch, ist mir vorgekommen. Was mir taugt ist, er hat wieder mehr Energie, er traut sich wieder mehr zu. Sicher durch die Continental Cups da in Sapporo. Aber da hat jetzt ein bisschen die Ruhe gefehlt am Tisch, dass er wirklich die ganze Energie einbringen kann. Ja, am vergangenen Wochenende hat er 3 Continental Cups in Folge, nämlich alle 3 Continental Cups in Folge hier gewonnen. Jetzt im Weltcup kann er seine Superposition nicht halten, fällt er mal auf Zwischenrang 7 zurück. Und er ist ja die ganz große positive Erscheinung aus österreichischer Sicht in diesem ersten Durchgang. Jan Hörl in seinem 6. Weltcup-Bewerb in den Top 15 nach dem ersten Durchgang. Und springt wieder gut. War brav, ja. Sehr brav. Merkt ein bisschen bei dem Sprung, der war jetzt vielleicht nicht mehr ganz so frei wie die vorigen. Ein bisschen uns erst nach oben springen und dann erst nach vorne. Aber absolut tadelloser Job. 100, ja, 120 Meter. Und weil es an der Spitze derzeit nur um Zehntelpunkte geht, was den Unterschied betrifft, ist er jetzt einmal Vierter. Aber damit schafft er in jedem Fall heute sein bestes Karriereergebnis im Weltcup. Jan Hörl wird zum ersten Mal in den Top 20 sein. Bravo. Und jetzt hoffen wir auch auf einen guten Sprung. Denn der nächste, das ist der zweitbeste Österreicher nach dem ersten Durchgang. Das ist der 7. im Klassement, das ist Daniel Huber aus Seekirchen. Oh, jetzt hat er gleich noch einen Tisch, hat einen guten Aufwind. Darf er sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Oh, kämpft auch. Ja, brutal. Vor allem, du siehst die Reaktion bei ihm. Es war jetzt wirklich so, er hat 4,5 Meter nach dem Tisch gehabt. Da kriegst du einmal ein sauberes Brett von den Ski auf. Zack, gegen das musst du ankämpfen und dann wird der Wind weniger. Siehst du, die Ski gehen den Weg, haben wir es mit den Händen hinten raus. Also es war eine schwierige Situation. 125 Meter sind es. Es wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. Nein, Granerüth bleibt vorne. Huber ist Zweiter. Also im schlechtesten Fall ist es Rang 8 für Daniel Huber. Nach 2 Sprüngen, bei denen er heute im Wettkampf sehr, sehr viel arbeiten musste. Ja. Kamil hat eigentlich ganz gute Bedingungen. So wie es optimal ist, oben wenig, 1 bis 2 Meter, unten 3 bis 4 Meter. Boah, jetzt lass uns noch mehr unten. Teilweise 6 Meter von vorne, also wenn er jetzt oben kommt, dann raschelt es. Kamils Tochter hier 2017 gewonnen hat in Sapporo. Der geht aber richtig dahin. Boah, der ist extrem weit. Kann er den stehen? Er kann, aber ja, das glaube ich auch. Da klopft es jetzt ein bisschen das Herzerl. Wird schon ein Rekord gewesen sein, ha? Aber jetzt hat er teilweise wirklich unten 6 Meter gehabt. Genau wie sie grün gegeben haben, ist die Böe reingefahren. Ein Traumsprung. Martin, unfassbare 148,5 Meter von Kamil Stoch. Wahnsinn, sensationell, richtig gut gesprungen. Und natürlich unten, schau, wie sind da die Ski reingedrückt. Da kommst du nicht mehr runter, da kann er aufmachen, so viel er will. Souverän gestanden. Er verbessert den Schanzenrekord um 4,5 Meter. Da springt auch der Herr Horngacher vor Freude. Gut ist gegangen, sehr gut ist gegangen. Nichts ist geschehen, außer dass er jetzt fast 25 Punkte Vorsprung hat. Kamil Stoch. Zunächst auf Stefan Kraft.
Daumen drücken, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Er war wieder einmal der beste Österreicher nach dem ersten Durchgang. Ja, jetzt hält das richtig gut. Sieht das sehr gut. Ein bisschen zu viel ist es noch. Es fehlen nur 2 Punkte auf einem Podestplatz. Es fehlen nur 3 Punkte auf Rang 2. Und jetzt bekommt er die Freigabe. Jetzt ist die Ampel schon gut aus. Schaut gut aus. Wie weit muss er kommen? Sie sehen es deutlich über 135 Meter, 137 sogar im Augenblick. Gut drin, da liegt er gut drin. Und jawohl. Er liefert sich ein super Duell mit Kamil Stoch. 137 Meter, das ist genau die Weite, die er braucht. Und die Noten. Wird besser sein. Der bekommt einmal 20-0 ja, vom deutschen Sprungrichter. 20-0 gibt es da. Schau, kein Wackler in der Luft. Also da, wenn da kein 20er gibt, dann weiß ich nicht wann. Danke, Peter Knoll. So heißt er nämlich, der deutsche Sprungrichter. Flo Scharbereiter ist begeistert. Nicht nur über die stilistische Ausführung, sondern auch über den technischen Ablauf, über die technische Umsetzung dieses Sprungs. Stefan Kraft führt und erhöht seine Chancen auf einen Podestplatz, denn das war blitzsauber. 10 Punkte vor Kamil Stoch, ja. Das ist noch einmal eine neue Kategorie, die er jetzt aufmacht. Und da muss Timmy Zeitz erst einmal dagegen halten. Wie geht's Ryoyo Kobayashi? Jetzt hat er wirklich schwierige Bedingungen. Seitenwind über dem Vorbau unten, nicht gar so viel. Also kann man nicht vorstellen. 137 Meter, jetzt ist die Ampel sogar wieder auf Rot gesprungen. Nein, der hat keine Chance. Ja, da geht es ihm wie einigen im ersten Durchgang, wie Kubacki als Paradebeispiel. Keine Chance bei doch deutlich schlechteren Verhältnissen. Das ist schade. Ja, aber der Sprung war gut. Hat mir sogar besser gefallen wie der erste Durchgang, ein bisschen später, aber ist nicht so schlimm. Da hat alles gut ausgeschaut und dann musst du schauen auf die Skispitzen. Die gehen jetzt zack, am Lobe. Also da hat er jetzt wirklich Pech gehabt. Ja, leider. Das Pech gehört dazu. Das ist natürlich nicht mehr die ganz große Fairness, die ganz große Ausgewogenheit. Es ist Rang 4 und kein Podestplatz für Japan, kein Podestplatz für Kobayashi heute. Kraft bleibt vorne, ist im schlechtesten Fall Zweiter. Nur mehr Robert Johansson kann den zweiten Sieg von Stefan Kraft in Folge verhindern. Der hatte super Verhältnisse, der hatte die besten Verhältnisse im ersten Durchgang. Er hat sie genützt. Jetzt hat er unten gute. Schauen wir mal, ob er was draus machen kann. Nein, geht sich nicht aus. Keine Chance für Johansson. Und das ist die Freude von Stefan Kraft über den Sieg hier in Sapporo. Sehr stark. Ah, der Johansson jetzt keine schlechten Bedingungen gehabt. 12 Punkte abgezogen kriegt für den Wind. Also sogar mehr wie der Stefan Kraft. Wo ordnet er sich ein? Reicht es für Platz 2? Da ist Luft zwischen Kraft und Stoch. Nein, er ist Dritter. Er fällt zurück auf Platz 3. Robert Johansson kann das alles nicht ganz glauben. Steht da regungslos. Und Stefan Kraft ist der Sieger des ersten Bewerbs von Sapporo. Nach einem Supersprung im zweiten Durchgang, bei dem er sich auf 137 Meter steigern konnte. Ja, war verdient gewonnen. Wie gesagt, er hat halt zweimal kein Pech gehabt, keine Frage. Aber er ist auch sehr gut gesprungen. Er hat im ersten Durchgang voll riskiert, war auf Messer Schneider, im zweiten Durchgang sensationell, einer der besten Sprünge, den ich von ihm jemals gesehen habe. Deswegen verdient der Sieg. Und so hört Stefan Kraft im Weltcup zum 14. Mal als Sieger die Hymne im Weltcup. Es ist sein 50. Podestplatz, ein kleines, aber feines Jubiläum für den Salzburger. Ja, soweit also das sehr erfreuliche Ergebnis vom ersten Weltcup-Bewerb hier in Sapporo. Genießen Sie noch einmal die Studien der besten drei, die Studien von Johansson, Stoch
und Kraft. Martin, danke vielmals. Ich sag danke. Wir freuen uns auf den zweiten Wettkampf, der dann früh, sehr früh in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfindet. Wir übertragen live ab 1.45 Uhr. Viel Spaß, falls Sie sich auch dafür Zeit nehmen wollen. Der große Sieger im ersten Wettkampf ist Stefan Kraft. Herzliche Gratulation. Das ist der Sprung zu seinem 14. Weltcupsieg. Wie du sagst,